Bis auf meinem Arsch! Scheiße! Ich fand die gut. Morgen, Jungs! Peace! So, ich mach jetzt mal auf Kita. Junge, ohne Intro, start the game. Du weißt ja nicht mehr den Unterschied. Ja, vielleicht sehen wir jetzt den Unterschied. Vielleicht hat er ja einen Unterschied bei 0 auf 1 eingebaut. Und vorher war der Placebo. Ja. Wir müssten die Zeit, wo es lädt, irgendwie füllen. Ja. Genau. Zum Beispiel. Mach das mal. Zum Beispiel, indem wir sagen, dass wir die Zeit füllen müssen. Cool. Kumpel, die Kumpel. So. Was? Das ist noch 10, you cannot carry any more items, stand da. Geht schon. Und dann habe ich dann trotzdem. Aber kannst du mal aufhören, so Krach zu machen? Wie steht denn der überhaupt? So weg. Ist weg? Kannst du ihn gar? Ich glaube ja. Nee. Mhm. Nee, der nächste Raum? Ich glaube, das ist ein roter Raum. Wie bei mir gerade. Boah! Kein Grund zur Panik. Alles unter Kontrolle. Wo ist er? Ein Raum. Achso. War er noch? Da ist die Tür offen. Das praktisch ist. Oh, denn dann muss ich nicht aufmachen. Fletch! Hingeschissen, ey. Ha. Rotlicht. Geklärt. Jetzt ist alles noch sehr linear. Mir fehlt aber noch immer die Kiefer. Boah, ist das geil, wenn man das Spiel aus Sicht von Nine-Tailed Fox spielen könnte. Und du musst dann welche containen und schießen. Und auf den, den wir Class jetzt. Class D personell herschießen. Ist doch schon geil. Stimmt. Vielleicht gibt's eine Mod. Wir überleben dann bestimmt noch viel mehr. Ja, das wäre dann mehr Action-Game als Kurs. Ja, aber. Das ist irgendwie geil. Mal was anderes auf jeden Fall. Immer kommen diese Erinnerungen hoch. Also mir fast lieber, wenn ich SCP in diesem Raum sehe, als wenn ich ihn nicht sehe. Oder hätte es vielleicht rechtzeitig blinzen sollen? Junge, das überlebst du nicht. Wieso hast du gewartet? Damit ich Gewissheit hab. Der macht die Tür auf. Ja, dann kann er mal, muss er in die Mitte da gehen, an den Schalter. Ich glaub, so intelligent ist er nicht. Kann den Zahlencode knacken, ja? Er kann es. Ja, aber SCP-173 ist keine Intelligenzbestie. Merkt ihr das? Der checkt nicht, dass der Schalter für die Tür, vor der er steht, dass die um die Ecke ist. Warum? Der sucht immer den kürzesten Weg zu uns. Es sind überall rote Räume. Das musst du den Random Map Generator fragen. Random Map ist jetzt schon ziemlich groß, ne? Ich weiß nicht. Okay, verkackt. Das ist eine super Map. Aber wir haben genügend Ausweichräume, falls wir eben reinlocken wollen. Das stimmt, da reicht ja schon ein roter Raum eigentlich. Ja. Aber wir haben halt überall die Möglichkeit. Kurz ein Atmen vernommen.
Ja? Eine eintönige Map. Alles wiederholt sich irgendwie. Ja, ist halt scheiße. Aber kann man nichts machen. So, warte, ich bin immer rechts gegangen. So. Okay, da fehlt noch was. Ich komme so nicht weiter. Ja, hundertprozentig sagen. Da wird jetzt keine Kreuzung mehr kommen. Da war noch, da muss eine kommen. So, warte, ich bin rechts gegangen, da müssen wir jetzt hier lang. Siehst du? Oh. Das Spiel ist zumindest so intelligent, dass es keine Maps baut, wo man nicht weiterkommt. Ist das ein Navigator? Ja. Nicht geklärt. Und wieder zum Raum. Das wollte ich eben nur abklären. Das darf doch noch wahr sein. Hast du Mapseed Red Room eingegeben? Ja. Was haben wir aber von Mapseed? Oh. Kuvlixro. Alles klar. Ich habe jetzt die 3 als E-Vor gelesen, ne? Hm. Lied und so. Da lang müssen wir, oder? Müssen wir da lang? Da lang, ne? Hey, mach mal zu. Besser ist es. So, siehst du? Ist uns da drin schon was passiert? SCP 106 haben wir es gemacht. Ah, ja. Oh, alles nein. Sag mal, gucken, ob ich auch so viel Glück habe wie du. Auch die Batterien? Die lieber nicht, ne? Stirbst du dann? Identikst. Ja, wenn man fein macht, kriegt man einfach nur eine 18 Volt, kann das sein? Statt 9. Ja. Aber wenn man very fein macht, dann kriegt man eine gebatscht und ist tot. So schaut's aus. Output Intake. So, wish me luck. Wahrscheinlich habe ich 2 Mastercards. Ja, Glück gehabt. Hallo, wir probieren es einmal. Also, das so, muss es ja sein. Oder meinetwegen noch 2-mal. Ich glaube nicht, dass man daraus noch eine Keycard machen kann. Ich glaube, Mastercard ist nicht mehr zurück. Haben wir den Automaten jetzt eigentlich schon mal gesehen? Nein. Fuck, Mann. Tatsache. Tatsache. Das seht ihr jetzt ungeschnitten. Also, hiermit. Hey, Hausen. Very fine. Also, man kann Mastercards retten. Schön zu wissen. Ab jetzt glaube ich es auch. Hätten wir das mal gewusst, ne? Ja. Ja, wir haben es ja immer wieder probiert, oder? Ja. Aber. Ja, und jetzt, wo wir es wollten, der Wille hat gefehlt. Ja. Hat der absolute Wille gefehlt, ja. Ja, ist wurscht. Ja, jetzt können wir gehen. Damit kann man einkaufen gehen. Wissen wir ja. So, wo jetzt? Da. Ah. So einen genialen Orientierungssinn. So einen genitalen. This is awesome. Fucking awesome. This is fucking awesome. Was kommt denn da? Da kommt da was. The Glock. Das geht aber nicht, oder? Dass da gleich so ein Raum kommt. Voll unrealistisch. Aber die Glock ist geil. The Glock. Bing. Voll die Halos. Halos kriegst du dann. So. Bitch. Oder da geht erst mal dahin. Piece of Toilet Paper. Hm. Und? Da geh ich nicht hin. As long as SCP 106 is walking. Rein wieder raus, rein wieder raus. Walking free. Ne, ist da normale. Hm.
safe. So, was haben wir jetzt? Gehen wir da lang, oder? Ja, links. Ja, ist es überhaupt Sackgasse? Ich glaube nicht. Ich glaube, das klettern da hinten noch weiter. Könnte es sein, oder ist es Gate A? Der ist voll huge, Mann! Gell? Jedes Mal überrascht. Und er steht sogar ein bisschen im Boden schon. Those skinny legs. Der ist noch... noch größer. Und jetzt wird's gleich übrig. Jetzt kann man dann nicht durchgucken. Ich glaube, von der anderen Seite kann man durchgucken, von der da nicht. Schau mal, der Schalter, der schwebt ein bisschen vor der Wand. Drück. Siehst du das? Nein. Ja, stimmt. Schau, da ist jetzt ein Schmutz an der Wand und jetzt wird der Schmutz. Ich hab nicht gedrückt, ne? Das ging von alleine. Don't look. Or it takes you. Indeed. Geht das jetzt, wenn man den zuerst anmacht? Ich glaub schon, oder? Hm. Huh? Nein! Du hast ihn verkackt, Junge! Renn, renn! Renn raus, bitte! Geh! Okay. Oh nein! Komm, geh! Ist nix! Echt jetzt? Kommt er jetzt? Ja, Mann! Die Klatt hat doch rumgeschrieben, Mann! Oh, der kommt schon! Renn! Da war ich doch letztes Mal auch. Da war ich doch letztes Mal auch. Ich hab ihn doch gar nicht angeschaut. Meinst du, du kannst ihn da... Na geil! Scheiße. Der hat ab und zu solche Anfälle, glaube ich. Oder meinst du, es kam von dem Rauch? Ich glaube, es kam von dem Rauch. Ja. Ich habe ihn noch gar nicht angeschaut, Mann. Oh. Was war denn das? Das war bei mir letztes Mal auch, dass danach dann dieser Raum mit der, als dieser Raum kam, wo du die Treppe runterlaufen musst. Mhm. Und ich bin auch erst in die Sackgasse gelaufen. Ja. Der kann ja dann von überall kommen. Das heißt, wenn du den vermeintlich abgehängt hast, dann kommt er in einen Raum, wo eigentlich eine Sackgasse ist, und dann kommt er auf einmal raus. Ja. Der benutzt dann Noclip. Ja, die letzte Episode mit Noclip ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, sag ich mal. Mit der Map vom The Gamer 36. War das unsere Fail-Episode? Nee, das war die 37, glaube ich. Dann haben wir zwei Episoden mit The Gamer gespielt. Mit der Map. Ja. Die erste hast du gemacht und die zweite habe ich gemacht. Und da, wo ich gemacht habe, da hatten wir dann eben diesen Bug mit SCP-173. An der Stelle nochmal ein Aufruf. Wir wollen wieder Custom Maps. Ja. Wenn jemand Bock hat. Immer natürlich. Das Problem ist halt, wenn die so verbuggt sind, dann kommen wir da unter Umständen nicht weiter. Wäre gut, wenn ihr es vorher testen könntet. Ja. Ansonsten nicht böse sein, wenn wir dann über die Map schimpfen. Wir spielen sie gerne, aber nur soweit es halt geht. Und ich denke, bis zum nächsten Mal gibt es vielleicht sogar eine neue Version von SCP Containment Breach. Wäre eigentlich mal wieder Zeit. Dass hier wieder ein paar Bugs ausgemerzt werden und so. Vergesst nicht zu liken und zu subscriben, falls ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns. Schreibt fleißig Kommentare. Bald wieder. Wie immer. Auf Wiedersehen. Willst du noch Tschüss sagen? Nein. Nein? Unhöflich.